irische Modekette Primark ist bereits auf der ganzen Welt bekannt und beschäftigt rund 54.000 Mitarbeiter. Voraussichtlich schon dieses Jahr soll die Billigmodenkette ihre Tore auch in Münster gegenüber der Stadtbibliothek eröffnen. Die Bauarbeiten für das 5.000 Quadratmeter große Gebäude sind schon im vollen Gange. Doch ist Primark auch für ein schlechtes Image bekannt. Kinderarbeiten in schlecht bezahlten Entwicklungsländern wie Bangladesch sollen bei den Produzenten für das Modelabel auf der Tagesordnung stehen. Auch die Meinung der Münsteraner hinsichtlich des neuen Geschäftes ist gespalten. Nicht so ganz super, weil ich glaube, dass dann hier ganz schön viele Leute hinkommen, die vielleicht ein bisschen jünger sind und ganz, ganz, ganz viele Sachen kaufen wollen für wenig Geld. Ich finde, man sollte das nicht unterstützen, dass Klamotten bei so schlechten Verhältnissen hergestellt werden. Richtig cool. Also als ich das als erstes Mal gehört habe, da habe ich schon gedacht, boah, da weißt du jetzt wirklich, wo du hingehen sollst, weil Primark haben zu oder nicht haben, ja, das macht schon einen Unterschied, wenn man den hat. Und ich als super, es ist toll, es ist wirklich toll. Okay. Ja. Finden Sie denn, dass hier so eine Atmosphäre passt? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe eine Freundin, die hat gesagt, dass Münster zum zweiten Dortmund wird. Das ist dann zu dieser kleinen, süßen Stadt eigentlich nicht so ganz passt. Vor allem direkt gegenüber mit der Stadtbücherei ist auch nicht so schön. Würden Sie da denn einkaufen gehen oder ist das nichts für Sie? Mm-mm. Auf keinen Fall. Ich finde, dass Primark eine Billigmarke ist und man lieber auf die Qualität gucken sollte und nicht auf Quantität und Preis. Um sich eine Meinung zu bilden, können Sie demnächst selbst einmal bei dem Laden vorbeischauen. Immerhin soll die Eröffnung dieses Jahr noch stattfinden.